Aus meiner Sicht hat die Fed wieder einmal einen schweren Kommunikationsfehler begangen, indem einige Fed-Mitglieder in den letzten Tagen gesagt haben, naja, guckst du, die Renditen sind gestiegen, die nehmen uns die Arbeit ab, dann müssen wir doch die Zinsen nicht mehr anheben. Warum ist das ein Fehler? Erstens, weil du dich damit abwendest von deinem Grundmandat, das du immer wieder in letzter Zeit hervorgehoben hast als Fed, nämlich zu sagen, hey, wir sind datenabhängig, wir schauen uns die Daten an und dann entscheiden wir. Wenn du vorher schon sagst, du wirst die Zinsen nicht anheben, dann bist du also nicht mehr datenabhängig, erstens. Und zweitens, was noch viel schlimmer ist, du sorgst dafür, dass die Animal Spirits wieder an den Märkten Überhand gewinnen. Das heißt, die Gier der Investoren, die sagen, ja siehst du, die Fed ist doch fertig, jetzt können wir wieder richtig schön Aktien kaufen, die Vermögenspreise nach oben pushen. Steigende Vermögenspreise aber heißen steigende Nachfrage führen dann wieder zu höherer Inflation. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich den Märkten suggeriere, dass also die Zinsen nicht mehr steigen, dann fallen ja tendenziell wieder die Renditen. Vielleicht ist das gewollt, aber auf jeden Fall würde dann die Arbeit, die die steigenden Kapitalmarktzinsen angeblich der Fed abnehmen, dann ja wieder zunichte gemacht werden. Also auch hier ein logischer Bruch. Und man muss wahrscheinlich sagen, die Fed hat ein Führungsproblem, denn Jerome Powell hätte das unterbinden sollen. Einfach gucken, wie die Daten reinkommen, was man ja selber immer wieder gesagt hat. Und dann entscheiden und sagen, okay, wir reagieren auf das, was der Fall ist und wir legen uns nicht im Vorhinein fest. Das waren fatale Botschaften, die letztendlich die Fed jetzt in eine schwierige Situation bringen, denn heute sind die Erzeugerpreise viel deutlicher angestiegen als erwartet und sehr wahrscheinlich heißt das auch, dass wahrscheinlich dann die Inflationsdaten, CPI, die Verbraucherpreise morgen höher ausfallen werden als erwartet. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir sind 0,5 gestiegen zum Vormonat statt 0,3. Wir sind 2,2% gestiegen statt erwartet 1,6 und auch in der Kernrate deutlich höher, vor allem zum Vorjahresmonat 2,7 statt 2,3%. Vieles davon war Benzin, waren fossile Energieträger, die sich verteuert haben, aber eben nicht nur. Das zeigt die Kernrate, die ja ohne Nahrung und Energie gemessen wird. Und vor allem eins sehen wir, Güter ziehen wieder an in der Inflation, weniger sogar, also deutlich stärker sogar als Services. Das heißt, wir scheinen jetzt eine Rückkehr der Güterinflation zu haben und wir haben jetzt den dritten Monat in Folge wieder steigende Erzeugerpreise. Wie gesagt, muss nicht eins zu eins bedeuten, dass morgen die Verbraucherpreise auch deutlich höher sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben da, weil das meistens sich doch schon ziemlich ähnelt, kann man sagen. Und jetzt haben wir also die höchsten Erzeugerpreise zum Vorjahresmonat seit April 2023. Schachmatt für die EZB, wollte ich schon sagen, für die Fed. Inflation is still too high. Und hier nochmal Sven Hendrik mit dieser wirklich sehr schwachen Kommunikationsstrategie der Fed, die erst gesagt hat, naja, wir müssen wahrscheinlich in den Dotplots letzte Fed-Sitzung, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Ein oder zwei Zinsanhebungen haben die Dotplots signalisiert. Jetzt sagt man dann, oder sagen einige, nö, brauchen wir nicht mehr, weil doch die Renditen gestiegen sind. Davor hat man dann gesagt, Soft Landing ist unser Baseline. Letzte fette Pressekonferenz, Paul klar gesagt, nee, ist nicht mehr unsere Baseline, also harte Landung der Wirtschaft. Also das ist wirklich schon sehr inkonsistent. Und jetzt kommt noch Janet Yellen, die sagt, higher for longer is by no means a given. Also das ist alles andere als sicher, dass wir höher für längere, also dass wir länger höhere Zinsen haben. Also die schießt jetzt auch gegen die Fed und sagt, naja, also ich glaube nicht dran, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Heute hat sich dann zum Beispiel Waller geäußert und gesagt, now once again financial markets are tightening up. Also die Finanzkonditionen verschärfen sich, ist nicht der Fall, weil ja die Renditen gefallen sind und die Aktienmärkte wieder gestiegen sind. Und dann sagt er vor allem, also hier die Wirtschaft boomt wirklich, 4% dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal gestiegen sein und die Inflationsdaten waren sehr, sehr gut in den letzten drei Monaten. Also die Wirtschaft wächst um 4% und die Inflation geht nach unten, Herr Waller. Das klingt furchtbar logisch, muss man sagen. Eine andere Dame aus der Fed, nämlich Madame Bowman, Michelle Bowman, die eher im hawkischen Spektrum ist, die hat gesagt, die Inflation ist nach wie vor zu hoch. Es ist gut möglich, dass wir die Zinsen weiter anheben müssen. Also die widerspricht diesem Mantra, das wir zuletzt von Bostic gehört haben, von Waller gehört haben,
von Logan gehört haben. Wer also wird sich durchsetzen, wird vielleicht auf die Inflationsdaten ankommen, aber wir sehen scharfe Volatilität eben an den Bondmärkten, die handeln wie Penny-Stocks, wie jemand hier meint. Aber das heißt, das Problem, das die Fed jetzt hat, ist, dass sie vielleicht auch in 2024 nach wie vor eine relativ hohe Inflation hat. Vor allem dann, wenn eben die Wirtschaft wirklich nicht in eine Rezession fallen sollte, was ich für unwahrscheinlich halte, aber eben möglich ist. Und wie Ben Guthridge hier sagt, hier, hohe Inflation könnte auch eine Funktion der Geopolitik sein, eben wenn die Dinge sich hier weiter verschlimmern. Schauen wir uns mal das an, was morgen erwartet wird in Sachen CPI, also Verbraucherpreise. 0,3 zum Vormonat, 4,1% zum Vorjahresmonat in der Kernrate und in der Headline 0,3 und 3,6. Oben sehen Sie die Cleveland Fed Nowcast, die liegen immer wieder ein bisschen drüber, aber nach den heutigen Erzeugerpreisen dürfte das eher auf der Oberseite überraschen als auf der Unterseite, wenn diese beiden Dinge nicht komplett auseinanderlaufen. Wir sehen, dass heute die Rate Hike Odds, also dass zumindest noch eine Zinsanhebung kommt, jetzt wieder angestiegen sind auf 29%. Die Fed Fund Futures, die sind selber auch ziemlich konfus. Vor 4 Monaten hat man gedacht, wir werden 3 Zinssenkungen noch im Jahr 2023 sehen. Das ist wohl deutlich nicht mehr möglich. Und jetzt sagt man, okay, die Zinssenkungen beginnen dann erst im Juni 2024. Vor den Erzeugerpreisen hat man das 1 Monat vorher schon gesehen. Und jetzt hier nochmal Janet Yellen, die also auch indirekt gegen die Fed schießt. Und sie sagt, die Zinskosten des amerikanischen Staates werden 1% des BIPs sein in der nächsten Dekade. Das würde bedeuten, dass die Zinsen unter, die Kapitalmarktzinsen unter 1% sind, wenn man das mal genau aufschlüsselt. Mithin sagt also Janet Yellen das Gegenteil von higher for longer, sondern lower for longer, könnte man sagen. Jetzt ist die Frage, wünscht sie sich das oder glaubt sie das oder welchen Zweck hat diese Aussage, die ja faktisch die Aussagen der Fed komplett negiert. However, schauen wir uns die Reaktion der Märkte an. Erstaunlich resilient, muss man sagen. Aber das ist eben auch der Punkt, wenn die Fed sagt, wir werden die Zinsen nicht mehr anheben oder zumindest einige Fed-Mitglieder das sagen, dann sagen sich die Märkte, ja, wir haben heißere Inflation, aber die haben doch gesagt, wir heben die Zinsen nicht mehr an. Also ist uns das doch egal, wie die Inflation ist. Wir laufen jetzt erstmal wieder nach oben. Hurra, wir werden alle reicher auf dem Papier, dadurch wieder mehr Nachfrage, dadurch wieder mehr Inflation und dann hat die Fed ein anderes Problem. Hier sehen wir mal die Heatmap, die hier Energie zeigt, rechts sehr, sehr schwach. Wir sehen einige große Tech-Aktien wieder im Plus, Banken sind im Minus, also es ist ein gemischtes Bild, muss man heute sagen. Die Banken werden ja jetzt zum Ende der Woche die Berichtssaison eröffnen. Und die dürften die größten Abschreibungen in 3 Jahren machen, weil viele Kredite inzwischen ausfallen natürlich. Und die unrealisierten Verluste in den Bankbilanzen kommen ja noch obendrauf durch eben die Anleihen, die man in Nullzinsphasen gekauft hat. Und seit die Fed am 27. Juli das letzte Mal die Zinsen angehoben hat, sehen wir, dass die Renditen dennoch gestiegen sind. Das zeigt, dass also die Anleihemärkte noch mehr als auf die Zinsen offenkundig eben auf dieses massive Angebot an Staatsanleihen, auf die Verschuldungskrise in der USA gucken. Und jetzt haben wir diesen Rücklauf der Renditen gesehen. Ja, da spielen die Zinsen sicherlich, die Leitzinsen der Fed sicherlich schon eine Rolle, aber das übergeordnete Thema ist eben, dass die Amerikaner immer mehr Anleihen auf den Markt bringen. Ich hatte gestern schon gesagt, man wird jetzt kurzlaufende Anleihen auf den Markt bringen und hat schon angekündigt, das Volumen massiv zu erhöhen für diese Anleihen. Also man nimmt mehr Schulden auf. Jetzt mit Israel wird das vielleicht noch krasser werden und Israel ist das Thema. Hier sehen wir Berichte über Flugobjekte aus dem Libanon. Noch ist es nicht bestätigt, aber es erscheint wahrscheinlich, dass Hisbollah-Kämpfer in den Norden Israels eingedrungen ist. Metula an der Grenze zum Libanon, da finden Kämpfe statt, offenkundig. Wie gesagt, das ist alles noch sehr frisch, noch nicht bestätigt, aber ohnehin hatten wir massiven Beschuss von aus dem Libanon, ganz Nordisrael. Es wurde dann auch Haifa mehr im Süden beschossen. Hier sehen wir dann allerdings die Aussage der Amerikaner. Erste Erkenntnisse zeigen, dass auch die Iraner überrascht waren von dieser ganzen Geschichte, aber man wird sich das jetzt nochmal genauer anschauen. Das hat den Ölpreis heute belastet, deswegen haben wir Energiewerte im Minus gesehen. Hier rechts sehen Sie mal diesen massiven Drohnenbeschuss
offenkundig überall, wo das hier rot ist, ist auf der rechten Seite sehen wir die Einschläge. Und vor allem, das Problem ist jetzt, wenn Israel wirklich in den Gaza reingeht, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann entsteht Druck in den arabischen, islamischen Ländern. Marokko hat sich jetzt erstmal geäußert, hier werden die Rechte der Palästinenser mit Füßen getreten. Oman hat sich geäußert und, und. Die müssen jetzt schon aufgrund der Stimmung im Land sich ganz klar auf Seiten der Palästinenser positionieren. Schon deshalb, weil sozusagen die eigene Bevölkerung viel antisemitischer ist als sie selbst wahrscheinlich oder anti-israelischer auf jeden Fall. Das zeigt sich bei Erdogan, der gesagt hat, hier die USA, die trainieren Terroristengruppen und damit meint er offenkundig die Israelis und stürzen Syrien und den Mittleren Osten in ein Blutbad. Kissinger gibt heute ein Interview in der Welt, wo er sagt, die deutsche Asylpolitik war ein schwerer Fehler angesichts junger Araber, die auf Berliner Straßen den Hamas-Terror gegen Israel bejubeln und die derzeit findet offenkundig am Hermannplatz in Neukölln, da mal in der Nähe auch gewohnt, findet eine Demonstration statt, eine Pro-Palästinenser-Demonstration, obwohl die verboten worden ist. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Sprengstoff innerhalb der westlichen Länder alleine schon aufgrund der Migration. Also das sind so unglaublich große Auswirkungen, die hier durch diesen Konflikt passieren. Und meine These, und da bleibe ich dabei, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, einer Eskalation ist extrem hoch, viel höher als im Ukraine-Russland-Krieg, weil der eben ganz klar eingegrenzt ist auf das Territorium der Ukraine, keine NATO-Truppen und so weiter und so fort. Sie kennen das, aber hier sind so viele Länder involviert, die stehen selber unter Druck vor ihrer eigenen Bevölkerung, müssen eskalieren teilweise, sonst verlieren sie gewissermaßen das Gesicht. Aber jetzt huste ich einmal, gell, ein anderes Thema. Exxon heute für 60 Milliarden Dollar die Ölfirma Pioneer gekauft. Man glaubt also scheinbar nicht an das unmittelbare Ende des fossilen Zeitalters. In diese Ökofonds zum Beispiel, die funktionieren nur in Europa. Hier sehen wir das mal rechts. Praktisch kaum Investments aus China oder auch in die, aus den USA in diesen Sektor. Und hier sehen wir mal iShares, ein ETF auf Clean Energy, ist super gelaufen, nur 33% verloren in einem Jahr. Also woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass viele Erneuerbare eben nicht wirklich rentabel sind und auf Subventionen angewiesen sind. Und wenn dann die Lage schwieriger wird, dann wird eben das auch schwieriger für diese Energieträger. Wir wünschen uns alle, dass wir in einer fossilfreien Welt leben könnten. Ich wünsche mir das alleine schon für meine Kinder, für ihre Zukunft. Aber wir müssen eben auch gucken, was möglich ist. Und wir können ja nicht, weil wir irgendwelchen Wunschträumen hinterherjagen, mit Vollkaracho gegen die Wand fahren, während die anderen eben einfach komplett eine andere Politik fahren. Dann wird der Himmel über Berlin die Welt nicht retten können. Die Bundesregierung aber bleibt bei ihrer Strategie, musste jetzt allerdings die im Herbstgutachten die Wachstumserwartung von plus 0,4 auf minus 0,4 senken, erwartet also eine Rezession. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, genau gesagt vier, aber drei Artikel. Die Fed ist uneins bei der Frage, ob die Zinsen weiter steigen sollen. Morgen die Inflationsdaten 14.30, die werden da nochmal eine wichtige Erkenntnis liefern. Wenn die deutlich über der Erwartung wären, kann ja auch sein, dass sie niedriger sind, aber wenn sie deutlich drüber wären, dann kommt die Fed natürlich immer weiter unter Druck. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, hier diese Geldanlagen in Ökofonds, die ja so super gelaufen sind, wie wir gesehen haben. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, jetzt haben wir das Problem hier, dass die Mieten weiter steigen, auch durch die, weil durch die Zinswende die Angebotsknappheit sich verschärft hat. Also die Immobilienpreise fallen, aber die Mieten steigen. Es lohnt sich nicht mehr neu zu bauen, also gibt es zu wenig Wohnraum. Diese steigenden Mieten wiederum sind inflationär, also es ist ein Teufelskreis. Die EZB hat viel zu spät reagiert. Dritte Empfehlung und zu allerletzt, meine Damen und Herren, einer der letzten Hinweise vor meinem Urlaub. Nochmal das Webinar mit André Stacke. Da sprechen wir über die Märkte, über Handelsstrategien und der André ist wirklich ein guter. Also drei Artikelempfehlungen und unten nochmal der Anmelde-Link für das Webinar. Ich sage Servus, ciao.